Ja, hallo, heute möchte ich euch in meinem Video einfach mal meine monatlichen Kosten aufschlüsseln, die ich hier in Cebu City, Philippinen habe, Ende des Jahres 2020. Die Preise sind in den letzten Jahren gestiegen, deswegen denke ich, ist es ganz interessant, einmal aufzuzeigen, wie ich hier in einem, ja, Mittelklasse, Umfeld lebe. Das Haus, das ich hier bewohne, hat 60 Quadratmeter auf 2 Etagen. Das habe ich euch ja in einem anderen Video schon vorgestellt, als ich eingezogen bin. Dafür zahle ich im Monat 14.000 Peso. Darin enthalten ist aber eben eine kleine Mieterhöhung, weil ich mir einen Wassertank installieren ließ, um halt immer Wasser zu haben, was gerade in der heißen Jahreszeit hier ein Vorteil ist, denn nicht immer kommt dann Wasser und ohne Wassertank ist man dann eben tagsüber ohne Wasser. Also ein Wassertank ist schon erforderlich. Für Strom zahle ich im Monat 4.500 Peso. Das liegt einfach daran, dass ich drei Split-Type-Aircons habe, die eben gerade auch in der heißen Jahreszeit natürlich stärker laufen. Aber Split-Type-Inverter sind auf Dauer einfach preiswerter. Also mit dem normalen Window-Type würde ich locker 6.000-7.000 Peso bezahlen, weil die ständig eben ohne Inverter dann auf Anschlag laufen. Die Wasserkosten sind sehr gering, nur 300 Peso im Monat bei drei Personen. Anne und ich leben hier mit Freund Pipes, der hier halt aufgrund der Corona-Pandemie gestrandet ist, hat aber eben auch Vorteile, weil mehr Leute im Haus sind, auch Helfer, die eben da sind, wenn man sie braucht. Als Anne im Krankenhaus war, hat er sie dort eben betreut und ich konnte den Umzug regeln. Also einer mehr im Haus ist kein Nachteil. 300 Peso für etwa 4 bis 5 Kubikmeter. Wir haben jetzt die Klospülung repariert, von daher denke ich mal, im nächsten Monat werde ich das auch sehen. Aber wenn ihr in anderen Videos eben seht, dass andere Ausländer sagen, sie haben monatliche Wasserrechnung von 1000 oder 1500 Peso, da versucht eher der Vermieter an das Geld zu kommen, weil das ist absolut übertrieben. Dann kommen wir zu den nächsten Posten. Meine Handyrechnung sind 1200 Peso im Monat. Darin enthalten sind aber eben rund 400 Peso Load, die ich Ann für ihren Prepaid-Vertrag gebe. Also 1200 ist ein Postpaid-Vertrag von Globe. Den kann man hier ganz normal eben nach 6 Monaten Aufenthalt dann auch abschließen. Dann ist man lang genug da. Mein Internet, das ist relativ teuer, 2.900 Pesos, aber ich gönne mir eben eine 100 Mbit Verbindung, denn ihr seht ja, ich mache YouTube, N macht auch YouTube, plus ich habe den Nachbarn noch einen Router spendiert, um eben auch draußen dann Wi-Fi zu haben, denn in Zukunft will ich eben auch, wenn ich draußen Sport mache oder was ich plane für Weihnachten, Neujahr, dann eben auch mal Livestream machen. Und das geht nur, wenn ich Wi-Fi habe. Ergo habe ich denen den Router spendiert und bei, ja, 10 Personen, die das dann eben ständig nutzen, auch für YouTube, braucht man 100 Mbit, sonst lohnt es nicht. Außerdem, ich mache ja in Zukunft 4K-Videos. Wie die letzten, die ich hochgeladen habe, vom Mukbang zum Beispiel, und dieses Video mit 20 Minuten Länge oder nicht mal, oder vielleicht 12 Minuten Länge, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber das hat halt 15 Minuten Uploadzeit gehabt. Und ihr könnt euch vorstellen, ich habe einfach keine Lust, ein 4K-Video zu machen und dann stundenlang zu warten, bis das oben ist. Ergo gönne ich mir ein bisschen mehr. Die nächsten zwei Punkte, da geht es um Lebensmittel. Lebensmittel 1 sind 15.000. Das sind die 500 Peso, die N täglich bekommt, um damit auf dem Markt eben frisch einzukaufen. Obst, Gemüse, Fleisch.
Klingt jetzt viel für 500 Peso, aber man muss einfach bedenken, eine Mango kostet etwa 60 Peso. Äpfel sind relativ teuer. Also ich zahle locker für ein Kilo Äpfel so 200, 300 Peso im Supermarkt. Ja, wenn ich einzelne Äpfel kaufe, dann kosten die teilweise auch 50 Peso. Bananen sind noch relativ günstig. Schweinefleisch ist in den letzten Monaten teurer geworden durch die Schweinepest. Und in den 500 Peso ist auch eben schon, ja, Verpflegung für ihren Vater dabei, der ja vor ein paar Wochen eben einen Schlaganfall hatte und den ich eben auch mit, ja, unterstütze. Dann Lebensmittel 2, auch nochmal 15.000. Ja, denn auf dem Markt kriege ich nicht alles. Kaffee, Milch, ja, also das Milchpulver, was N gerne trinkt, Waschmittel für die Waschmaschine, Seife, Zahnpasta, was man eben alle Öl. Juices, also Säfte, die man eben nicht so frisch machen kann und so weiter und so fort. Also da alles das, was man im Supermarkt kauft, das ist da eingerechnet. Und man geht zum Supermarkt, kauft das, bezahlt das, aber am Ende des Monats, wenn man dann mal wirklich sich das anguckt, dann ist man erstaunt, das sind auch wieder 15.000 Peso für eben drei Personen. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, warum Wehr und Peibs bei euch? Habe ich ja eben schon aufgeführt. Es ist einfach gut, jemanden zu haben. Plus, ihr kommt her, lacht euch eine Freundin an und vielleicht müsst ihr in Zukunft Kinder unterstützen. Ergo, die Kosten kommen auf euch zu. Da sind dann noch nicht mal die Schulkosten für Kinder enthalten. Ich habe ja keine Kinder und deswegen kommt das momentan auf mich nicht zu. Auto. Ich sag einfach mal 4.000. Für Diesel klingt viel, ist aber im Vergleich zu meinem Honda CR-V, den ich vorher hatte, wenig. Der Honda hatte Benzin, also kein Diesel, und war über 10 Jahre alt und der hat in der Stadt 20 Liter und mehr gesoffen. Also habe ich mir vor 4 Jahren den Mitsubishi Montero neu gekauft und der ist Diesel und verbraucht gerade außerhalb der Stadt extrem wenig. Also vielleicht die Hälfte von dem Honda CR-V. Ich spare also hier wirklich viel ein. Jetzt durch den Lockdown ist es auch weniger, was ich fahre. Deswegen die 4.000 sind eigentlich schon auch ein bisschen in die Zukunft gerechnet, wenn ich wieder mehr unternehmen will. Dazu kommen dann aber eben noch mal 4.000 Peso, die man einfach für Wartung und Versicherung beiseite legen muss. Versicherungen sind etwa 1.000 Peso im Monat, dafür ist dann aber Vollkasko eben. Der Wagen ist gerade 4 Jahre alt und hat einen Restwert von etwa 1 Million Peso. Ich möchte die gerne haben bei einem Crash. Plus die Wartung, dafür rechne ich einfach mal 3.000 Peso. Zweimal im Jahr Ölwechsel muss sein, weil er wird weniger bewegt zurzeit. Und dann halt eine große Wartung einmal im Jahr machen. Das sind halt auch nochmal so 24.000 bis 30.000 Peso mit Ersatzteilen. Deswegen einfach das mal zur Seite legen. Dann N. Sie bekommt von mir jeden Monat 10.000 Peso. Klingt viel, aber sie verpflegt ja im Moment ihren Vater auch damit. Deswegen ist das eigentlich gar nicht mal so wenig. Ihr Vater, wie gesagt, hatte den Schlaganfall. Der lebt jetzt in einem Boardinghaus. Das kostet Geld. Der Ron, sein Sohn, der ist nur Habal-Habal-Fahrer, hat aber eine Freundin und einen kleinen Sohn. Ergo, der hat kein Geld über, um den Vater groß zu unterstützen. Anns Schwester lebt mit Familie in Mandawi. Auch da, die haben nicht das Geld, um den Vater zu unterstützen. Und deswegen müsst ihr einfach, wenn ihr plant, auf die Philippinen zu ziehen, davon ausgehen, ihr lebt hier nicht alleine mit eurer Freundin, ja? Ihr habt eine Familie plötzlich. Ja, vielleicht ist das etwas, was ihr in Deutschland nicht hattet, aber hier habt ihr eine Familie und die ist groß. Ja, also Ens Familie, das sind locker 20, 30 Leute. Die kann ich aber auch nicht alle unterstützen. Aber die erwarten natürlich, dass dann ein langjähriger Freund eben unterstützt.
Was ich nicht verstehe, sind eben die anderen Ausländer, die ich halt auch immer wieder kennenlerne, die sagen, ich will mit der Familie nichts zu tun haben, ich will mit anderen Leuten nichts zu tun haben, ich gebe da kein Geld. So kaltherzig bin ich einfach nicht. Und ihr müsst eben für euch entscheiden, ob ihr so eine Kaltherzigkeit haben könnt oder nicht. Habt ihr sie wie ich nicht, dann müsst ihr einfach einen gewissen Betrag monatlich an Support einrechnen. Ja, und wenn ich das zusammenrechne, komme ich auf 72.000 Peso. Das ist jetzt das Budget, was ich nur so habe, ohne eben Sonstiges. Sprich, einmal im Restaurant essen gehen, irgendwo mal eine Unternehmung machen in einem dieser Wasserparks und im Pool sich erholen und so weiter und so fort. Deswegen rechne ich zurzeit mit einem Monatsbudget von 80.000 Peso. Das sind etwa 1.450 Euro momentan, je nach Wechselkurs. Damit müsst ihr einfach rechnen, wenn ihr in der Stadt Cebu City ein Mittelklasse-Leben führen wollt mit Freundin und Familie. Ich hoffe, meine Aufstellung hat euch Informationen gegeben für eure Auswanderung. In der Provinz ist es natürlich günstiger, ja. Aber dann habt ihr auch mehr Kosten, wenn ihr mal in die Stadt fahren wollt. Also das müsst ihr alles mit einrechnen. Wenn es euch gefallen hat, hoffe ich, ihr kommentiert und sagt mir, was ihr besser finden würdet, was euch noch fehlt an Informationen, damit ich das eben in der Zukunft berücksichtigen kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und eben auch weitererzählt, dass ich Informationen ungeschminkt eben über die Philippinen gebe, damit ihr davon profitieren könnt. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch in meinen zukünftigen Videos wieder. Tschüss!